wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert vom neuen christlichen Comicheft Kinderknacks. Wow, Kinderknacks ist ja voll das geile Comic mit coolen Geschichten von Super Jesus gegen das Quäkertum. Vorsicht, Super Jesus, hinter dir sind Mennoniten. Auf Seite 19 gibt es immer was zu lachen mit Witze, Wichse, Schlitze. Wow, was für geile Basteltipps, was man aus so einer Pringles-Dose nicht alles rausholen kann. Ui, was ist das denn? Ein Aufklappposter von einem Muskelpriester. Lululululul, der ist aber lang. Und natürlich mit einem geilen Gadget. Walkie-Talkie-Beistuhl-Headsets. Der Priester ist angedockt. Over. Wow, Kinderknacks von Kreis Sprint. Okay, ich distanziere mich von allem. Ich habe damit nichts zu tun. Kreis Sprint. Jesus war noch nie so traurig wie heute. Ja, das glaube ich dir. Und du machst ihn traurig. ich ja, natürlich. Was ist denn das hier? Ja, keine Ahnung. Gadgets, ich weiß nicht, wo diese Zettel herkommen. Natürlich, die kommen versiegelt. Ich weiß nie, was da nicht draufsteht. Ja, die kommen versiegelt. So ein Nachbarskind erlaubt sich seit Monaten Spaß mit dir und du schmeißt irgendwelche Zettel in den Kopf. Nein. So, dafür bist du extrem gut vorbereitet. Ja, neue Post. Outtakes, Alternativen. Der Messwein ist aus. Over. Weißt du das? 114 an Jesus. 114 an Jesus. 10, 4, wir brauchen 10, mehr Messwein. Mach die Bahn frei. Hier kommt Little Beichtstuhl. Ja, siehst du? Du bist voll drin. Little Beichtstuhl an Tabernakel 7. Little Beichtstuhl an Tabernakel. Bitte kommen. Ich bin schon gekommen. Ich bin schon gekommen. Das Shuttle ist im Hangar, du. Aber Alter, Vorsicht, du kommst in die Hölle. Bigfoot treibt hier in den Wäldern sein Unwesen. Wow, Beistuhl-Headsets. Das war der Geheimcode für Achtung, Polizei. Oh. Blaubeere im Garten. Ich wiederhole, Blaubeere im Garten. Fünf. Wo? Hier. Oh, die Tür ist aufgegangen. Welche, wo denn? Bist du oben, unten? Oben ganz am Ende vom Flur. Oben die Treppe hoch, dann rechts. Da haben wir eine 5. Hier ist eine 5 im Flur, ja. Schmutzige 5. Ich auch Wasser irgendwo in der Ferne. Hier, wo ich stehe, ist 5 noch. Mach hier eine Kamera hin. Er hat die Tür berührt. Braunberger, ich höre doch einen Braunberger. Hier ist nur 2, im Bad ist nur 2. Irgendwo hier im Flur haben wir einen Braunberger 5. Großer Braunberger aktiv. Achtung. Eine Blaubeere im Garten. Ich wiederhole, wir haben Blaubeeren im Garten. Das heißt, die Polizei ist schon direkt vorm Haus. Ja? Das sind so die Geheimcodes. Weiß ich nicht, ich kenne die nicht. Natürlich kennst du die. Du hast sie erfunden, ne? Ich erfinde gar nichts. Kinderknacks, das tolle Magazin. Kommt von dir. Ich kenne mich damit nicht aus. Irgendwie erzählt, so eine christliche Variante der Playback-Show. Da bin ich auch mal gespannt. Die Playback-Show? Hatten wir nicht sowas Schönes? Echt Michael Gaymado. Ich bin gespannt, was du da wieder zaubern wirst. Oh Mann. Kinder machen geile Sachen in der Mini-Gayback-Show. Auf der Neverhand Ranch. Nur mit dem Mund. Alter, siehst du da? Da ist der Dämon, ich da kommt er wieder aus dem Raus. Ich mach hier nur die Sachen, die du schreibst. Hey, ich bin sowas wie ein Schauspieler. Du engagierst mich, du willst mir Geld. Genau. Du kannst ja auch nicht sagen, wenn ein Schauspieler Nazi spielt, ja, ist er ja deswegen auch kein Nazi. Also was ist das für eine Logik? Ja, so, jetzt kommt das. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Die Candle brauchen wir gleich. Was willst du candlen? Like a candle in the way. Bist du ein Kind? Ey, der hat im Badezimmer irgendwie Utensilien rumgestoßen. Ja, beim Flur war die 5. Stößli gemacht. Badezimmerstößli. Im Flur war die 5. Oh, da oben geht's richtig ab. 10-4, 10-4. Der Priester ist angedockt. Big Bronson is docking.
Aufgepasst, Goldie Schwengel, kommt jetzt in den Mund. Jetzt. Geisteskrank, einfach nur geisteskrank. Jetzt gerade irgendwo geämpft. In der okay, Ferne. Wir haben 5er Enf. Bist du hier? Nee, der ist nicht hier. Aber der spielt an der Tür. Boah, aber der lutscht, ne? Der macht Lutschereien. Der ist ein Luchador. Ich mach mal. Was war das? Bewegungsmelder? Ja, ich hab einen aufgehängt, deswegen hat er wahrscheinlich direkt gepiept. Guck mal, ob ich hier irgendwo Fingerprints finde. Also er ist auf jeden Fall sehr active. Hier schon wieder. Er präsentiert seinen Empf, ne? Naja. Stark Empfing. Hast du im Badezimmer eine Kamera? Nee. Komm mal eine rein. Wo swag, bist du? Swag. Er hat hier gesagt. Er hat hier gesagt. Was willst du? Kinderknacks, er will Kinderknacks. Ey, die Sonderausgabe. Es ist blöd, wenn du gestorben bist, bevor die released wurde. Wow, die Sonderausgabe hat eine Röntgenbrille. Jetzt kann ich unter jede Kutte schauen. Hui, die scheinen Schotten zu sein. Die tragen ja gar keine Unterwäsche. Also steht hier auf dem Zettel. Es kann nur Uni oder Jin sein. Und dann wissen wir, glaube ich, beide, wer es ist. Das ist wahrscheinlich ein Dünn-Jin. Ja. Geisterbuch, obwohl Jin wäre aber jetzt noch Orb, ne? Und ja, aber im Badezimmer ist bestimmt eine kleine Bübel. Meinst du eine Bad-Bübel? Ah, ich denke, das ist eine Bad-Bübel. Eine Bad-Bübel. Oh. Der andere Winkel fehlt uns noch. Ich meine, was sind die geheimen Uni-Kräfte? Ich weiß nicht, was kann eine Uni? Was bräuchte der Uni? Ein Buch. Buch, ja. Ich nehme Mist. Ich schmeiß mal. Hä? Zum Buch schon mal, hast du schon mal ein Buch angefasst? Ja. Ach so, weil das Buch so quer lag, deswegen. Ich ja, dachte, ja. Ich habe jetzt eine Kamera mitgenommen und nicht, ein Fotoapparillo. Nicht, dass der uns im Truck verfolgt, weißt du? Geistertruck. Ghost Truck. Mit der Röntgenbrille. Boah, Kumpel hat sich jetzt was richtig Neidiges gekauft, voll gut. Und zwar, das ist so wie, das ist Ghostbusters, aber Crossover mit Transformers. Also du hast diesen Ecto One. Alter, irgendwas geht hier gerade richtig steil. Gib uns ein Zeichen. Was willst du? Weißt du, was ich faszinierend finde? Dass es immer noch keine neue Map gibt. Nö, hat doch keine Ideen, hat er gesagt. Kein, ja, genau. Ja, ist voll schwierig, hat er gesagt. Nahezu unmöglich, Neues zu machen. Gib uns ein Zeichen. Bewege ein Objekt. Wie heißt der Geist? John Timmy Karen. John Timmy Karen. Smith Johnson. Bro. Smith Wagerman Johnson. Swaggerman. Steve Patel. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, er kann die Tür nicht mehr bewegen, weil da die Kameras irgendwie davor stehen und die blockieren. Zeige dich! Wie heißt der Geist? Karen Williams. Karen Williams! Schau mal hier auf der Cam, was passiert. Karen Williams! Karen Williams! Ich höre die ganze Zeit Schritte und Rumgeschmeiß, aber... Also ich sehe sie Karen im Bad nicht. Williams! Wo bist du? Was schmeißt sie denn hier rum? Hier fliegt ja nichts. Vielleicht im Schrank oder so? Also Karen Williams! Wir haben sie auf jeden Fall auf dem Bewegungsmelder. Boah, es war gerade ein Zehner ganz kurz. Jetzt sind wir auf dem Fünfer, auf der Bruceman Joe. Joe Bruceman. Hast du eine... Kinderknacks-Röntgenbrille. Joe Bruceman hat nämlich ein neues Skalierungssystem erfunden seinerzeit in den 63er Jahren. Karen Williams. Gib uns ein Zeichen.
Sie ist ganz nah. Schreib in das Buch, Karen Williams. Ey, soll ich mal Kerzen mitbringen? Haben wir schon die Nummer mit der Kerze? Nee. Okay, Buch ist ein Uni. Ah, okay, Buch ist ein Uni. Soll ich die Kerze trotzdem noch reinstellen? Ja, klar. Immer ordentlich einen kleinen Candleblow. Aber wo stelle ich die hin? Welches Buch wurde geschrieben? Badezimmer, direkt da wurde rein. Ein Badbuch? Ein Badbuch. Badbuch. Unten am Badbuch. Und dann, hast du ein Badbuch? Hast du auch ein Badbuch? Ich lese ja immer ein Badbuch. Let me look at your Badbuch. Okay. Ey, sie macht aber hier Step, Bro, I'm stucked. I'm stucked, ey. Die ist full stucked. Haben wir denn sonst noch irgendwas dann? Oder okay. War's das? Das war's, dann Candle und dann Ende. Candle, Handle. Die alte Karen Williams. Vielleicht nochmal ein bisschen ärgern. Vielleicht kriegen wir sie ja noch irgendwie aus der Versenkung. Wo bist du? Close. Close, sie ist halt richtig nah, ne? Blow the candle, baby! Das war sexuelle Belästigung. Magst dafür kannst du meine verlieren. Kerze? Wo bist du? Es gibt kein Ghost-Shaming. Gib uns ein Zeichen. Ah, hier die Zahnbürste. Channing Tatum. Channing Tatum. Guck darauf reagieren, Frauen. Magic Mike. Magic Mike. Wie ist der andere nochmal hier, der... Ah, wie heißt der, der auch so extrem gut aussieht mit diesem schwer auszusprechenden Namen? Matthew McConaughey. Der Typ mit dem Bart und den langen Haaren. Matt Boomer. Die reagiert nicht. Reagiert nicht. Kinositze sollen angeblich sehr nass gewesen sein bei Magic Mike. Hab ich gehört, im Ernst. Ja, keine Ahnung, haben die Klima hochgedreht oder so. Da wurde wohl viel gesquirtet. Karen Williams. War er da gerade ganz kurz? Wird sich bewegt. Licht, wegen deinem Licht ist das, glaube ich. Ja, aber die Tür hat sich bewegt. Die Kamera blockiert. Karen Williams. Zeige dich. Karen Williams. Karen Williams. Karen Williams. Nee, komm, können wir vergessen. Da war sie. Wo war sie? Das war sie? Am Klo. Ja. Ich hab sie angestarrt. Und hab sie abgemolken. Aber die Kerze ist noch nicht aus. Aber die stand direkt am Klo. Jetzt ist die Kerze aus. Ah, oh, geil. Und die Kamera ist leer. Ich kann nicht mehr knipsen, die. Aber ich bring dir was aus dem Andenkenladen mit. Aus dem Andenkenladen? Ja, hier ist so eine Tasse. Klammer Jesus traurig Tasse. Okay, es war ein klassischer Onni. Klassischer Onni. Haben wir alles? Wir haben alles, wir sind rich. Wir können gehen. Deine Tasse. Oh ne, warte. Erstmal einloggen noch. Tasse gelockt. Beweis war was? Ist doch egal, musst du Onni unten reinmachen. Das muss richtig sein, das ist Protokoll, Junge. Aus welchem Land kommst du? So. Eierbuch, Box, ist ein Onni. Kämpfen. Mann, bist du ein Amateur? 20 Jahre machst du den Kram hier schon. 20 Jahre, ich hab jeden Geist gesehen, jede dumme Sau. Du hast doch jede Geisterfurche beackert. Dumme Sau. Boah, 180. Schmeckerlons. Das schmeckt. 80 Tony Oni. Auf den Tony Oni Awards habe ich 180 Gelgamax gewonnen. Oni Tony Awards? Ja. Kein Tony wurde dieses Jahr nominiert. Goldenen Tony gewonnen. Heute bei den die Academy Awards mit der Extra-Challenge. Es darf niemand gewinnen, der Chris heißt. Oh, geht alle nach Hause. Ja, das stimmt. Ne? Chris Evans, Chris... Bradfield. Chris Bradfield. Redfield? Nee, weiß nicht. Chris Hemsworth.
Christopher Christofferson. Christofferson. Die heißen ja alle Chris. Disney züchtet die irgendwo im Untergrundlabor, gemeinsam mit Kreis Industries. Chris Industries. Oh, Moment, was? Moment, dein Name ist auch Chris. Ja, oh Gott. Das ergibt alles Sinn. Jetzt kommt er endlich. Da ist der rote Faden, der mir noch gefehlt hat. Und oh ich... mein Gott, er steckt da so tief drin. Jetzt kommst du weg, Junge. Jetzt kommst du weg. Donald Miller. Der heißt doch nicht Donald Miller. Der heißt Donald Miller. Das ist doch kein richtiger Name. Öffne eine Tür. Ich habe einen Dreier im Boy-Bedroom oben. Ja, das glaube ich nicht. Oh Gott. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier oben einen Dreier im Boy-Bedroom. Schön. Bitte nicht stören, mach die Tür bitte zu. Das meine ich, der Mann ist verloren. An den Bautzner Bällchen. An den Bautzner Bällchen habe ich einen Dreier. Die Bautzner Senfbällchen, ey. An den Bautzner Senfklötzen. Die sind etwas kleiner als die vom Metzger, deswegen passen die viel besser in den Mund. Wow, die passen in mein Kinderloch. Ui. Boah, was? Ja, so nennen das coole Kids heutzutage. Ey. Mund, ja, nein. Ja, auf der Straße haben wir das Kinderloch. Alter Schwede. Oh, ich habe irgendwie ein Geräusch. Hä, hat der im Heizungsrohr gebimmelt oder was ist los? Wenn die Pedo-Hunter mal unsere Videos sehen würden, die würden Schaum vom Mund kriegen, ne? Ich sag's nur mal. Ist das sowas wie Geisterjäger? Das ist sowas wie Geisterjäger, nur in seriös. Wir nennen es Geister, aber eigentlich sind's Seelen auf einem... Es sind alles, gib uns ein Zeichen! Das sind alles ehemalige Strafgefangene hier. Wo bist du? Where are you? Alter, der ist eben gerade, glaube ich, als Schattengeist durch mich durchgetangelt. Alter, Geisterfurz eingeatmet. Bist du ein Kind? Er hat braunes Wasser hier ins Klo gemacht. Ja, so ein Kind. Bist du ein Kind? Adult. Und der hat mir einen Mund verpasst, einen Erwachsenenmund. Hä, haben wir schon gewonnen, oder was? Wieso? Wir haben jetzt Friere, Boxe, aber dann das dritte fehlt doch. Ja. Wir haben mir eben ordentlich eine Schnute verpasst. Oh, guck mal, der hat mich runtergedrückt auf unter 80. So schnell. Gespenst Mare Dämon. Wäre dann noch ein Dämon? Buch, ne? Ich glaube. Nimm da mal ein Buch hin, mein Sohn. Ich nehme mal ein Buch mit. Nimm da mal ein Buch mit. Was haben wir denn noch hier? Kerze ausgeblasen. Ausgeblasen. Schön ausgeblasen, Henne stehen gehabt. I touch myself. And I like it. Donald Miller. Gib uns ein Smilly. Zeichen. Here. Here by Smilly. Email. Oh Gib Gott. Uns ein Kennst du dieses? Oh Gott, Staples has Staples. Und er rennt dann irgendwie und sie rennt dann nach Dick's rein, um einzukaufen. Und er so, oh yeah, und bei BJ's. Ghost Mouth. Fingerprint. I Echt? Have a fingerprint. Oh. Yeah. On the window. Show me the print. Oh, was war das? A print. Er hat irgendwo die Bautzen geschüttelt. Die Bautzen hat geschüttelt, du. Den scharfen. Der scharfe Bautzener Schlitz. Ein Denkmal, welches errichtet wurde. Traditionell gehen die Männer hier vorbei und dippen einmal mit der Zungenspitze rein. Es ist Tradition. Der Bautzen ist Litz. So. Also, denkst du, wenn du für Bautzen arbeitest, musst du wirklich so einmal mit der Zunge? Beim Eingang ist so ein kleines Töpfchen Senf, wo jeder rein muss, so, weißt du? Das ist wie die Stempelkarte in anderen Filmen. Ja, genau. Er macht dann DNA-Test. Bitte lecken Sie und gehen Sie durch die Tür. Haben wir alles? Ja, theoretisch schon. Nur keine Missionen. Also nicht alle Missionen. Was gibt's denn da noch an Missions? Kerze ausblasen und Geister-Event. Ja, mach mal hier den ja, nehm Dust ich mal. In the Wind. Nehme ich mal Dust in the Wind. Dusty im Wind. So, dann kann ich das wegpacken hier. So, nehme ich das mit. So, ich nehme mal Doppelcandle mit. Dusty Hotman. Dusty Hotman. Ah, gestern habe ich das mit diesem Großfuß. Das war so gemein, Alter. Ich habe so gelacht, Alter, ne? Ist der auch wirklich hier? Ist er schon wieder Wasser angekickt? Keine Ahnung, ich denke mal, dass der hier ist.
Der hat ja auch hier ins Buch geschrieben, oder nicht? Hier waren ja auch die Fingerabdrücke drin. Wo bist du? Donald Miller. Er hat den Bären den Kopf umgedreht. Ach, das erzählst du immer, stimmt gar nicht. Oh doch, stimmt. Diesmal ist es wirklich so. Donald Miller. Donald Miller. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Donald Miller. Gib uns ein Zeichen. Ich bleib mal hier auf der Cam, die sieht. Donald Miller. Aus. Bist du böse? Die hat sie runtergeschnipst. Ist sie denn ausgegangen? Nee. Ah. Jetzt spielt er mit den. Mit den Klotzen. Ich hab den Sternenklotz mitgenommen, das ist der wertvollste. Das ist der wertvollste, okay. Wo bist du? Donald Miller. Donald Miller. Zeige dich. Boah, ich höre heftig Schritte. Ich hab den joggt gerade. Der joggt. Darf er nach 22 Uhr noch? Donald Miller. Hast du einen negativen PCR-Test? Ansonsten darfst du dich uns gar nicht nähern. Donald Miller. Bin ich Zeuge von einem Geister-Event? Ich meine, er hat eine Kerze runtergeschnippt. Bist du Zeuge? Nein. Weiß ich nicht. Du bist kein Zeuge. Du bist orthodox. Donald Miller. Alter, der macht hier richtig Party. Okay, okay. Der stupst hier alles durch die Gegend. Ich werde ihn double fixen. Ich werde ihn aus der Reserve locken. Handy. Oh! Da war er ganz kurz. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja, Geist. Miller Geist. Ist hier drüben im Boy Bedroom. Kann nicht sein, habe ich vorhin einen Dreier gehabt. Donald Miller. Doch, der ist geboybettet. Können gehen. Ja, stimmt. Noch eine Kerze rüberstellen. Oder haben wir schon die Kerze? Nee, Kerze haben wir noch nicht. Na, guck, ich habe noch 92. Hol doch einfach einen von hier drüben. Hier ist mein Bauklotz. Aus dem Kerzenraum. Den gebe ich nicht mehr her. Der Sternenklotz, der ist wirklich, wie gesagt. Das ist meiner. Meiner, der ist selten. So, ich komme jetzt mit einer belgischen Doppelkerze rein. Aber hier sind zwei Kerzen jetzt ausgegangen. Echt? Ja. Da haben wir es ja. Haben wir es ja. Easy peasy. Macht mal alle Missionen. Macht mal noch schwieriger. Macht mal noch schwieriger. Könnt ihr nicht durch die Augen ausstechen vor der Aufnahme? Ja. Nee, ist nicht ausgebaut. Die gehen von allein irgendwann aus, habe ich gehört. Loser-Kerzen, ey. Die sind aus. Kerzen, wenn die aus sind, ist die Mission geschafft. Das ist, ich werde mich beschweren. Das ist, ich gebe keine Lizenzen mehr raus. Kerze auf dem Bett ist aber gefährlich, oder? Donald Miller. Donald Miller. Donald Miller, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Donald Miller. Jetzt ist die Kerze ausgeblaut. Irgendwo hat er geblaut. Ja, ah, hier hat mir gerade einen kleinen Blowy verpasst. Blau, oder? Blau in my face. Ja, blau in my face. Kennst du diesen Typen hier? Und dieses, oh, that's look like a vagina. This, ladies and gentlemen, is cream pie. So, was haben wir jetzt hier alles? Gefriertemperatur, Fingerabdruck. Ist er gespannt? Ist er gespannt? Oh, guck mal, ich kann mir doch die Querschwängler rein. Schwängeln. Oh, wenn noch eine Packung da ist, hau rein. Ne? Oh, schmeckt aber. Können wir absetzen? Zahlt, Kirche zahlt. Alter, 240 Gespenstermark? Alter, 240 Gespenstermark, ey. Das ist ja 684 Euro. Ja?
Es ist mir ein Tier ins Gesicht geflogen, glaube ich. Alter, Let's Playst du auf einer Müllhalde oder warum sind da dauernd Tiere? Let's Playst du neben einem Kompost oder warum sind da dauernd Mücken und Tiere? Ich lebe in einem Kompost. Keine andere Möglichkeit, Wärme zu erzeugen. Schimmelndes Essen ist meine Heizung. Ja, dann drück mal deinen Schimmel. Ja, hab ich schon, ne? Was meinst du, wenn die Schnecke da aus dem Häuschen schaut? Ich glaube, wenn man so einen Stream machen würde, so einen Berg Schimmel essen, ja, und würde einfach nur streamen, wie der langsam so vor sich hin schimmelt. Du hättest eine endlose Geldquelle. Ja, Milliardenprojekt. Ja. Keiner würde mehr Hot Tubs gucken. Nein. Boah, hast du gesehen, was denn? Oh, hier hat sich was Blaues gebildet beim Pilz. Über Nacht? Boah, warum war ich nicht da? Ja, kannst nicht aufhören. Wir gehen in die Farm. Ich rieche es aus meinem Darm. Um das Ganze zu pushen, würde ich einfach sagen, wir reacten darauf, weißt du? Heute schauen wir uns an, wie Schimmel schimmelt. 24-7 Reaction. Ja, mit tollen Kommentaren. Spannenden Liedern. Christliches Reacten. Oh, guck mal, da ist der Larve, schlüpft bald eine Fliege. Gib uns ein Zeichen. Boah, hier ist eine alte, stinkende Matratze. Ja, ey, du schmeißt die aber nicht weg, ich brauch die. Ey, kennst du diese Storage Hunt? Mhm, ja. Da gab's so eine Folge, wo so ein Typ so eine Lagerbox halt aufmacht und sagt so, boah, geil, alte Matratzen. Der hat sich richtig gefreut. Ich dachte mir so, hä? Der so, die werde ich locker für $100 das Stück verkaufen. Ich so, wer kauft denn uralte Siff-Matratzen? Keine Ahnung. Muskelpriester, die Kirche kauft. Sag mal, bist du unten? Ich bin oben. Ich hab sie. Oh mein Gott, hier unten starker Wert. Sehr, sehr starker Ausbleacher. Wie stark? Zweier Spleach, aber auf eine sehr, sag ich mal, aggressive Art. Wo ein genau? Aggressiver Zweier. In dem Stuckroom wieder, oder? Nee, hier. Die Tür hat er richtig aufgerissen. Die war so. Hab die nicht berührt. Original so. Von zu auf so. Da war Hass. Da war Hass dahinter. Eine Hassmilch. Ich habe heute klar, eine Hassmilch. Hassmilch habe ich getrunken. Mit echten Hasselnüssen. Echten Hassnüssen. wo stelle ich denn das jetzt hin? Ach, wäre Rassismus noch witzig, hätte ich jetzt voll den geilen Spruch drauf. Vor allen Dingen wäre es noch witzig. Oh Mann. Na, wir haben früher alle gelacht über Rassismus. Heute haben wir halt einen Stock im Arsch, aber früher fanden wir es alle lustig. Ja, waren andere Zeiten, ne? Selbst Snyly darf nicht mehr lachen. Selbst Snyly darf nicht mehr lachen, ja. Selbst ihm. Selbst dem haben sie es verboten. Oh, ich höre einen Spleech. Er ist aktiv. Aktiver Spleech? Er hat Licht sogar angemacht. Active Spleech? Wir hätten nur einen Zweier hier hinterlassen. Sag ja, aber ein aggressiver Zweier, ne? Ja, aber hier. Oh, er hat es wieder ausgemacht. Mund! Mund! Hat er dir einen Zweier Mund gegeben? Ja, zwei und dann Mund. Teil 2 Mund, wer kennt ihr nicht? Aber jetzt ist es. Reiner 2 Mund. Zwei Mündern auf die Welt. Oh. Warum hast du da eigentlich. Ah, okay, die Kamera zeigt ein bisschen woanders hin. Da! Was im Wohnzimmer da? Hier! Oh mein Gott, Granny! Granny Smith! Granny Smith! Die leckeren Granny Smiths! Hast du gesehen? Ja. Und ich hab sogar hier draußen, also er ist hier draußen. Überall. Ist ja wo bist du? Reiner Kalkmund. Gib uns ein Zeichen. Gib uns Kalkmund. Oh, ich hab nicht reagiert. Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du eine alte Oma oder eine junge Oma? Bist du die britische Teen-Oma? British Teen Granny. Kennst du nicht? British Teen Granny? Das sagt mir jetzt. Da schon wieder. Da, am Ofen. Am Ofen. Ja, hier, Großmutter am Ofen. Vierer Ofen. Vierer sogar? Vierer Tobacco hier drüben. Tomakos. Wo bist du? Na, bist du Ofen. In der Urne? Guck mal, hier ist auch die Urne. Die Familienurne, da wurde die ganze Asche zusammengeschüttet. Auch mal sagen, ja. Ruben Roman ist auch, sein Schnabel ist noch drin. Ruben Romans Schnabel hat man in die Familienurne übergeben. Ist aber ziemlich zeitgeil, die alte, ne? Ruben Roman. Ja, schon. Ich werde jetzt so eine britische Teen-Oma.
durch die Stiegen. Ja, die hat ihre Tochter mit 9 bekommen und die Tochter hat dann gesagt, ich leg noch einen drauf. Kennst du echt nicht? Dann eine Bubbel im Wohnzimmer auf der Couch. Das ist keine Bubbel, das ist Schimmel. Das war eine Couchbubbel. Das ist Schimmel. Das ist auch Schimmelbubbel. Nimm mal eine Kamera mit, wenn die hier so am, ich zeig mein Lulu ist, dann... Wenn sie ihren Jackson zeigen will. Oh, jetzt ist mir auch noch was in die Nase geflogen. Das gibt's ja nicht. Kompost-LP. Kompost-LP. Fruchtfliegenmann. Einer zwei Mund. Und Stefan Kalkmund. Alle aber aus derselben Familie, haben nur quer geheiratet. Geisterohrhammer. Wo bist du? Und Mund. Ich muss doch mal dies gleich, Achtung. Gib uns ein Zeichen. Irgendwas umgestoßen. Aber was? Gib uns ein Zeichen. Sandra Jackson. Oh. Alter. Sandra Jackson. Ey, was aus meiner Nase kam, will die Welt nicht erfahren. Erdnussflips. Weil das wäre sowas, wo ich mir echt vorstellen könnte. Weil das wäre was, wo. Was könnt ihr euch vorstellen, wenn du bei Kreis aus der Nase fliegen? Ja, Erdnussflips irgendwie so. Erdnussflips. Sieht aus wie ein Erdnussflips in die Nase stecke. Ja. Ja. Ja, also ja. Ja, definitiv. Und jetzt hier eine Tür zugeschlagen. Interaktion 2. Ey, wenn Erdnussbutter. Hier gibt ja dieses Peanut Butter Jelly, Good Friends und so, ne? Meinst du, wenn man sich Erdnussflips kauft und die in Marmelade dippt, ist das geil? Probier's. Boah, Alter, neuer Trend. Sandra Jackson. Die hat hier an der Tür rumgespielt, by the way. I'm sorry, Sandra Jackson. Sandra Jackson. I can't believe. Gib uns ein Zeichen. Sandra Jackson. Sorry, Mr. Smackson. Zeige dich. Zeig uns dein Gesicht. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Okay, was könnte es denn eigentlich sein? Yurai Mare Phantom. Okay, Yurai Mare Phantom ist... Buch? Sandra Jackson. Buchbox? Buchbox oder Empf? Wo bist du? Buchbox Empf? Was willst du? Buchbox Empf. Bist du ein Kind? Brauchst du Hilfe? Ey, das ist jetzt wieder der letzte Geist, der Zicken macht, ne? Ja. Ist immer der letzte Geist. Buch hast du schon drin, oder? Ja. Gib uns ein Zeichen. Sandra Jackson. Bist du hier? Hier, 4. Wo bist du? Irgendwo hier in diesem Bereich. Die Tür wieder zugeschlagen. Zeige dich. Sandra Jackson. Irgendwo hier ist sie. Buch. Reingeschrieben, ganz frisch, ganz jungfräuliches Buch. Hier wurden wir eben gerade angejaxt. Richtig gejaxt, ey. Arme Jax, mal auf. SmaxonTraxon.com. Sandra Ab Jackson. Sandra Ab Jackson. Salz und Kerze schon wieder. EMF und Geisterbox. Nein, das stimmt ja nicht. Geisterbuch ist super cool. Yurai sitzt da drin. Yurai. Ich nehme Salz mit, alles oder? Alles klar. Ich hab beides. I'm salt in the candle.
I have a salt and a candle in my pocket. Salt and a candle in my pocket. Ich zieh eine Line, du ziehst eine Line, Honey. Ich zieh eine Line, du ziehst eine Line, Babe. Ist das das Einzige, wozu er tanzt? Nein, ich kann nochmal. Ich sniff Coke, du sniffst Coke, Honey. Ich sniff Coke, du sniff Coke, Babe. Guck mal, Kerze ist schon ausgeblowt, glaube ich. Sandra Jackson. Jetzt brauchen wir nur noch Salty Business. Haben wir bestimmt gleich. Überall Salt. Hast du auch Salt mitgenommen? Nö. Oder? Ja, ah, doch. Hab ich sogar. Da verteil doch ein bisschen dein Salz. Ey, ich hab mein Salz schon in allen Mündern der Stadt. Ja. In allen jungen Mündern. Nee, ich bin nachweislich. Das kann man öffentlich nachweisen mittlerweile. Oh Gott, da ist sie! Oh mein Gott! Ich sehe sie. Die war ja richtig gammelig. Richtig so eine dicke Gammelnase, ne? Ja, richtig schön. Aus wie aus so einem Knacksheft. Weiß ich nicht, was ist das? Was soll das sein? Kenn ich nicht. Was hatten wir jetzt? Geisterorbe, Finger am Drück. War ein Empf, nee, es war ein Buch. Das war ein Buch. Jurek, kleiner Jurek. Ja, haben wir doch. Salzwanderung, Jurek, alles drin. Hast du drin? Ja. Also, easy hier, geschenkt. Easy Skawesi. 180. Ja, also, heute haben wir Geld gemacht. Ja. Heute haben wir uns bereichert an den Toten. Wie halt immer, ne? I'm rich, yeah. Okay, Leute, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tingeling.